Sitzkissen. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz. Unsere Wahlwerbespots sind fertig. Morgen läuft der erste im Fernsehen, im ZDF, meines Wissens. Und wir wollen Ihnen natürlich die Gelegenheit geben, ihn vorab zu sehen und auch gerne zu kommentieren. Ja, wir haben gesagt, die Gelegenheit nutzen wir gleich auch nochmal. Halt, es sind jetzt nochmal knapp 30 Tage bis zur Wahl. Auch nochmal so ein paar Worte zum Wahlkampf-Endspurt zu sagen. Der Bernd Schlömer ist auf dem Podium, wird dazu am Anfang ein paar Worte sagen. Halt, freue mich, die Cornelia Otto, Bundestagskandidatin aus Berlin, Listenplatz 1, auch nochmal spontan auf dem Podium begrüßen zu dürfen. Sie kann nochmal. Sie kann einfach noch mal ein bisschen was sagen, was die Kandidaten gerade so machen, halt, ja, wie einfach unsere potenziell oder aussichtsreichen Kandidaten halt die letzten Meter nutzen wollen. Und das ist natürlich der Salomon Reis, der Bundeswahlkampfkoordinator da. Er wird ein bisschen was halt vor der Präsentation zum Spot erzählen, was wir uns dabei gedacht haben, was das jetzt soll. Und im Anschluss natürlich noch mal halt zur Wahlkampfstrategie der letzten, auf den letzten Metern was sagen. Dann Bernd. Ja, guten Tag. Ich fange einfach mal allgemein an. Die Piratenpartei hat sich im November 2012 in einer Projektgruppe zusammengetroffen, um die Medienstrategie der Piratenpartei für den Bundestagswahlkampf 2013 festzulegen. Wir haben dazu eine Zielgruppenanalyse gemacht und eine Gruppe identifiziert, die wir gerne mit unserem Wahlprogramm, mit unseren Botschaften erreichen wollen. Das ist eine Gruppe, die wir beschreiben als soziale Menschen, liberale Menschen, hedonistische Menschen, progressiv, kosmopolitisch, Menschen, die unangepasst, pragmatisch und themenorientiert sehr stark an Politik interessiert sind. Und eine Gruppe, die einen Regierungswechsel möchte, eine andere Art von Politik. Darauf haben sich die Kandidaten auch vorbereitet. Letztendlich gilt es im Bundestagswahlkampf in den nächsten Wochen auch eine Botschaft zu transportieren, dass wir eine Partei sind, die Spaß und Freude an politischem Engagement zeigen möchte, die mobil ist, die Lust hat auf Ändern, auf Teilhabe, Zukunft zu gestalten. Und wir hoffen, dass wir mit dem Wahlwerbespot und dem Radiospot auch letztendlich diese Zielgruppen erreichen, um dann mit 6% mindestens in den Bundestag einzuziehen. Aber das soll der einführenden Worte genug sein. Ich würde einfach weitergehen. Ja, Mikrofon, danke. Ja, unser Wahlwerbespot, wie sah der aus? Bernd hat das schon angedeutet. Nach der Bundestagswahl im Mai hatten wir ein Wahlprogramm. Dann haben sich die Leute mit Know-how zusammengesetzt, haben geschaut, wie wollen wir diesen Spot machen, was soll der vermitteln. Und dazu haben sie dann in einer Lime-Survey-Umfrage mal kurz in die Basis reingehorcht und da geschaut, was sind die Wünsche, wie ist die Tonalität. Und wir kamen im Endeffekt zu dem Arbeitstitel Es ist zum Heulen. Dieser Arbeitstitel soll im Endeffekt ein Gegenstück darstellen zu dieser Alles-ist-Supi-Mentalität, die momentan von der Regierung und von der Regierungspartei gefahren wird. Lassen Sie mich noch ein bisschen was zur Entstehung sagen. Wir haben uns angeschaut, was sind die Baustellen, die vorherrschen bei uns und in der momentanen Politik. Und wir haben uns überlegt, wir wollen kein spezielles Thema antriggern und nur dieses Thema verbreiten, sondern wir wollen zeigen, dass unsere Position in der Breite Gehör finden und dass es halt eben sehr viele Dinge gibt, die man ansprechen muss. Da war es dann folgerichtig, dass wir einen Vignettenfilm gemacht haben, eine Art Episodenfilm, der aus unterschiedlichen Elementen besteht und haben das aufgearbeitet über das Leitmotiv, wir stellen das mal in Frage. Wir haben dann krude Aussagen der aktuellen Politik aufgegriffen, diese Thesen weitergearbeitet und wollen dann mit diesem Spot, wie im Wahlkampf auch allgemein, eine zentrale Aussage promoten. Und die wäre, ohne Piraten gibt es keine Opposition. Alle anderen Parteien sind per se austauschbar. Und Piraten verändern Politik. Das haben sie getan, auf Bundesebene, ohne dass sie im Bundestag sind. Wie in der letzten Zeit, welche
Keywords, Buzzwords genutzt werden von den einzelnen Parteien und was deren Haltung ist, dann sehen wir da unsere Haltung sehr gut repräsentiert. Piraten verändern Politik, sie werden gebraucht. Wie haben wir das jetzt stilistisch versucht umzusetzen? Nun, es war uns wichtig, dass wir nicht in diese Hochglanz-Werbeästhetik verfallen, wie sie gemeinhin genutzt wird, um, keine Ahnung, Kinofilme zu promoten oder Hochglanzprodukte eben. Das war uns einfach zu manipulativ und steht dann im starken Kontrast zu dem, wofür wir stehen, nämlich diese Integrität und eben halt auch die Unangepasstheit. Das haben wir dann versucht szenisch darzustellen, indem wir im Szenischen auf die Ernsthaftigkeit gepocht haben. Das heißt, wir haben versucht, eine gewisse Tristesse zu vermitteln und das textlich dann zu überspitzen. Wie das dann genau aussehen will, das werden wir jetzt gleich im Spot sehen. Allgemein war uns wichtig, dass wir einen künstlerisch gehaltvollen Film produzieren, denn ein Spot, der 1 Minute 30 dauert, der kann nur beschränkt Inhalt vermitteln. Und da ist es dann wichtig, dass man eine zweite Ebene schafft, einen zweiten Wert, einen Zusatzwert, der sich selbst trägt. Und das ist eben halt dann diese künstlerische Ebene. Dieser Wert soll halt dazu sorgen, dass sich der Spot im Kopf des Betrachters festsetzt und einen gewissen Reiz trifft, einen Impuls auslöst, dass er sich den Spot vielleicht noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal anschaut. Und ja, unter den Bedingungen, unter denen der Spot produziert wurde, die Bedingungen, die wir vorgefunden haben, ist das Ergebnis, was wir daraus erzielt haben, beachtenswert. Ja, aber keine weiteren Worte. Hier ist er. In unserem Land braucht das Akrobatikensemble Trier keine Mittel mehr. Denn Bankenrettungen sind uns wichtiger als Kultureinrichtungen. Gabriele S., Lehrerin, nutzt das Internet nicht. So bereiten sie unsere Kinder optimal auf die Zukunft vor. Lutz Christian A., Historiker, hat vom Arbeitsamt die Chance bekommen, auf der Baustelle zu arbeiten. Was will er da noch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Anna R. wird zu Recht an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Wieso lässt sie sich auch mit kriminellen Pflanzen ein? Frank und Robert N. wollen eine Familie gründen? Vergeben die Kinder doch lieber als Heim als die Obhut dieser Eltern. Shahid A. arbeitet in Deutschland. Natürlich interessieren wir uns da etwas genauer. Und am 22. September ist Bundestagswahl. Warum da noch wählen gehen? Ja, das war's. Das lassen wir also im Endeffekt auf unsere Bevölkerung los. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar Worte sagen zum allgemeinen... Wie bitte? Wollen Sie den Radiospot auch noch hören? Ja. Ja? Okay, gerne. War jetzt nicht angekündigt, aber okay, ich kann auf sowas reagieren. So, schauen wir mal. Medien... So, dann bitte ich Sie jetzt, sich zurückzulehnen, die Augen zu schließen und dann einfach nur das Audielle zu genießen. Bitte schön. Lieb doch einfach so, wie du bist. Ob zu zweit, zu dritt oder mit mehreren, ob mit gleichen oder unterschiedlichen Geschlechtern. Es existieren bereits jetzt sehr viele unterschiedliche Modelle, in denen Menschen füreinander Sorge tragen. Und alle sind Familie und gehören gleichermaßen gefördert. Unsere Liebe und Sorge füreinander macht uns zur Familie, nicht ein Trauschein.
Kommunizier doch einfach so, wie du bist. Die lückenlose und anlasslose Überwachung unserer digitalen Kommunikation ist ein Angriff auf die Freiheit. Terrorismus, Kriminalität und Angst vor dem Internet bekämpft man nicht mit Überwachung. Wir sind der Meinung, dass das Briefgeheimnis auch für deine SMS, E-Mail und Facebook-Nachrichten gelten sollte. Denn jeder von uns hat ein Recht auf die digitale Privatsphäre. Bestimm doch einfach so, wie du bist. Demokratie funktioniert heute noch genauso wie vor 100 Jahren. Dabei würde uns das Internet endlich neue Formen der Mitbestimmung eröffnen. Es war noch nie so einfach wie heute, jedermann an Zukunftsentscheidungen zu beteiligen. Wähl doch einfach so, wie du bist. Du hast die Wahl. Transparenz, ein überwachungsfreies Leben, mehr Mitbestimmung, freies Internet, eine faire Schule und Kultur für alle sind wählbar. Piraten, aufrichtig anders. Ja, Sie wissen sicherlich noch, wie ich damals gesagt habe, in einer Minute 30 kann man nicht wirklich viel Inhalt transportieren. Beim Radio gilt das natürlich nicht. Da muss man Inhalt transportieren und das haben wir auch versucht, über diese einzelnen Elemente zu lösen. Ausgearbeitet wurde das von den Bayern, dieser Spot, und dementsprechend ist der baugleich auch für die Landtagswahl in Bayern vorgesehen, mit ein bisschen mehr Lokalkolorit allerdings. Ja, soll ich da noch mehr zu sagen, oder ich glaube, das reicht, ne? Sonst? Genau, zum Spot. Die bayerische Version hören. Die bayerische Version? Das da kommt ja ein Statement vom Ministerpräsidenten noch, dass Presse ist nicht erlaubt da in Bayern. Ja. Sollst du nachher noch ein bisschen was zur Wahlkampfstrategie allgemein, ne? Bis zur letzten Frage, was du so machst? Ja, aber ich glaube, wir lassen jetzt erstmal Nene den Vortritt. Ja. Noch was für den Kandidaten zu sagen. Ja, also ich rede jetzt aus der Perspektive der Kandidatinnen und Kandidaten. Bei uns sieht das momentan so aus, jetzt mit den Wahlwerbespots ist das natürlich so, dass die finale Phase des Wahlkampfs eingeläutet wird und wir laufen bereits auf Hochtouren. Und ich freue mich auch, da zu sehen, dass wir uns nicht nur ganz toll vernetzt haben über das Bundesgebiet hinweg und uns auch toll austauschen, sondern dass wirklich viel passiert. Wir haben genau das, was wir auch von den Piraten kennen, diese Kreativität, wo jeder einfach macht. Und das ist toll. Wir haben zum Beispiel einen Full-Metal-Wahlspot jetzt von Emanuel Kozian. Und wir haben ganz viele kleine Social-Media-Sachen, die dann aufpoppen jeden Tag. Und das ist wirklich, also es macht wirklich richtig groß Spaß. Und es ist eine super Stimmung. Wir sind total zuversichtlich und freuen uns jetzt auf die nächsten 4 Wochen. Und werden da sicherlich auch noch mal mehr zulegen. Genau, und zu den nächsten 4 Wochen sollte Salomon noch mal ein paar Sachen sagen und dann haben Sie die Möglichkeit für Fragen. Ja, aufbrechen, klar machen, ändern. Wir stellen das mal in Frage. Das sind die Sprüche, mit denen wir in den Wahlkampf ziehen wollten und die wir noch natürlich weiter durchziehen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir noch eine weitere Plakatlinie veröffentlichen. Neben den Kandidatenplakaten und den einzelnen Landesplakaten, die Sie jetzt hier sehen, gibt es noch natürlich eine allgemeine Bundeslinie und die besteht im Kern aus 3 Motiven, und zwar diesen hier. Ja, Bernd Schwimmer jetzt hier auch gerade eben, Prima Vista. Ja, zum einen Bundestag aufmischen. Zum anderen, worauf wartet ihr eigentlich noch? Und als drittes, Piraten, man gewöhnt sich dran. Was ist der Sinn? Weil mit welcher Idee sind wir da rangegangen, die in dieser Form zu verfassen und mit diesen Gesicht-zu-Spruch-Kombination zu versehen? Nun, diese Plakate werden in den letzten 2 Wochen, vielleicht in den letzten 3 Wochen hängen, je nachdem, wie schnell die an die Masten kommen. Und es geht darum, bewusst positiv zu formulieren, warum es wichtig ist, die Piraten zu wählen. Es soll dazu sorgen, dass die Menschen an die Urne gehen. Die Piraten sind eine Partei, die sich sehr stark dafür einsetzt, dass die Menschen ihr Wahlrecht wahrnehmen und dass die Demokratie gestärkt wird durch das, was sie tun. Und dementsprechend möchten wir auch noch diesen Wunsch nach grundlegender Veränderung, der in der Bevölkerung herrscht, irgendwie befriedigen. Und wir möchten also sowohl Nichtwählende, Erstwählende wie auch Wechselwählende
darauf hinweisen, darauf aufmerksam machen, dass eine neue Partei in den Bundestag zu wählen der maximale Effekt ist, den man erreichen kann, wenn man Veränderung haben möchte. Und wir glauben, dass wir mit diesen drei Sprüchen einen guten Ansatz haben, um in dieser Sache hier ein gutes Stück voranzukommen. Ja, wie wollen wir das machen? Naja, vor gut drei Wochen haben die ersten Bundesländer angefangen, ihre heiße Wahlkampfphase einzuleiten, indem sie jede Woche Wahlkampfaktionen machen, Infostände betreiben. Und seit dieser Woche ist es so, dass eigentlich in der ganzen Bundesrepublik Plakate gehängt sind und Wahlkampfaktionen stattfinden. Das heißt, die Wochenende sind pickepacke voll. Wir hatten jetzt die Fanrechteaktion, die seit zwei Wochen läuft und immer noch läuft. Das war jetzt nicht so, dass es eine Einzelaktion ist, sondern da sind wir wirklich jedes Mal vor den Stadien und die Bundesliga-Saison hat noch ein paar Spieltage vor der Wahl und die werden wir natürlich auch nutzen. Dann erinnern Sie sich letztes Wochenende an die NPD-Gegendemo. Dann haben wir am kommenden Wochenende, was haben wir da? Achso ja, den Tag der Privatsphäre und allerlei andere Dinge. Freie Stadt Angst Demo, dann haben wir nochmal zu IFA nochmal eine GEMA-Protestaktion, ein Sommerfest in Düsseldorf und ein Piratenbus, der durch ganz Deutschland tourt, eine Bahnrundreise durch Brandenburg, all solche Dinge. Können Sie später nachfragen, wenn Sie da noch Interesse haben, aber ja, im Endeffekt, you name it, we have it. Was haben wir darüber hinaus noch? Wir haben uns überlegt, dass die Gestalter, die, keine Ahnung, hatten irgendwie zu viel Zeit oder was auch immer, haben gesagt, ey, was ganz Cooles wäre doch, wenn wir so eine Art T-Shirt hätten, was wir unter die Leute bringen können. Und dann haben sie ein T-Shirt entworfen, das genau so aussieht. Sag mal, Bernd Schlimmer, du liest echt nie die Mails, oder? Ich bin einfach nur neugierig, was du präsentierst. Ja. Ich bekomme pro Tag 250 und noch mehr Mails, aber ich kenne das Motiv. Ja, okay, gut. Also dieses Shirt soll halt einfach den Wunsch nach maritimen Metaphern irgendwie stillen und befriedigen. Es ist jetzt nicht das Ding, nicht unser Masterplan, mit dem wir gedenken, 2 Millionen Wählerstimmen zu erreichen. Es soll eher eine Art Goodie sein, mit der man halt die Möglichkeit hat, seine politische Haltung nach draußen zu tragen und gleichzeitig dabei stilvoll und dezent bleibt. Und aus meinen Expeditionen in den Gefilden unserer Zielgruppe kann ich Ihnen sagen, maritime Metaphern und maritime Stilmittel wie Anker und dergleichen, die kommen momentan richtig gut an. Die sind ziemlich en vogue. Im Endeffekt, Nena hat es schon angedeutet, in den nächsten kommenden Tagen mit den TV-Spots, die laufen, den Radiospots, die da sind von dem Straßenwahlkampf, die wir machen, haben wir natürlich auch, feuern wir aus allen möglichen Kanälen, auch die Social-Media-Kanäle, da werden die Kandidaten vermehrt das Politikgeschehen verarbeiten. Und im Allgemeinen ist innerhalb der Partei sehr viel Zuversicht und Enthusiasmus, dass wir es die nächsten Tage noch rocken werden. Und habe ich eigentlich noch mehr zu sagen? Ja, nee. Also der Enthusiasmus in der Form vergleichbar mit dem Enthusiasmus, den wir 2012 im Saarland entdeckt haben oder ich gesehen habe und wie das geändert hat, ja, das wissen wir ja alle. Das soll es von mir gewesen sein. Danke Salomon, danke Bernd, danke Nina. Haben Sie Fragen? Einfach kurz mal den Namen sagen, halt, weil nicht alle Sie kennen und dann die Frage. Ja, Patrick Wieder. Herr Schlimmer, verabschieden Sie sich mit dem Spot und mit dem, was Sie jetzt auch gerade so gesagt haben, nicht gerade vom Image der Netzpartei, was Sie ja mal waren oder gewesen sein wollen. Sie streuen thematisch sehr breit. Sie zielen ab auf die Unzufriedenen, auf Protestwählerschaft. Aber netzpolitische Themen entdecke ich zumindest jetzt hier in dem vorgestellten Spot und auch in den Statements, die jetzt gerade gebracht haben, so nicht mehr explizit in erster Reihe. Nein, also wir haben in den letzten Wochen in Verbindung mit dem NSA-Skandal, mit den Prison-Skandalen, eindeutig zeigen können, dass die Menschen auf der Straße uns Lösungskompetenz, Expertise zu digitalen Themen, zu Datenschutz,
aber auch zur Begegnung ausufernden Überwachungswahns liefern können, indem wir auch aufgezeigt haben, dass man in Frage stellen kann, ob wir Nachrichtendienste in diesem Land in der bestehenden Form aufrechterhalten müssen. Zu denken wäre beispielsweise an den militärischen Abschirmdienst. Wir haben Vorschläge gemacht, wie wir die parlamentarische Kontrolle, wenn man denn Dienste weiter unterhalten möchte, auch formulieren möchte. Insofern haben wir eindeutig gezeigt, dass wir dieses Feld auch gut beherrschen. Wir müssen natürlich für den Bundestagswahlkampf das Thema ein bisschen öffnen. Der Fernsehspot richtet sich an eine etwas andere Zielgruppe, soll insbesondere auch, ich sag's mal hier, auch ältere Menschen auch ansprechen, die Piratenpartei zu wählen, für die die Netzpolitik nicht ausschlaggebend sein kann. Insofern die Themen beispielsweise aus der Familien- und Geschlechterpolitik, die für die Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, das haben Sie im Spot gesehen, aber auch Aussagen zur Drogen- und Suchtpolitik, Legalisierung von Cannabiskonsum, das sind Dinge, in denen wir letztendlich aufzeigen wollen, dass wir auch andere Themen anbieten können und dass die Menschen auf uns aufmerksam werden. Die Kompetenz im Bereich digitaler Themen haben wir, denke ich, und jetzt gilt es auch, uns neue Themen zu erschließen, um auch die anderen Parteien zur Reaktion zu provozieren, dass sie sich dazu auch äußern. Also ich habe eine andere Bewertung als Sie. Weitere Fragen? David Mallender vom SWR, aber das heißt ja eigentlich, Sie glauben, mit Netzpolitik keine Wahlen gewinnen zu können, weil das ist ja nicht Thema Ihrer Kampagne, Ihrer Wahlkampagne, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wir erreichen mit den netzpolitischen Themen zurzeit eine Stammwählerschaft zwischen 3% und 5%. Und ich glaube aber, dass man, wenn man sicher in den Bundestag einziehen möchte, dass man sich auch neue Themen und andere Themen erschließen muss. Wir haben schöne Angebote formuliert, die auch in dem Spot aufgenommen werden. Und insofern, das gehört dazu. Natürlich wollen Menschen, die eine Partei in den Bundestag wählen wollen, auch Angebote haben zu konkreten Lebenssituationen. Dazu zählen auch Familien- und Geschlechterpolitische Fragestellungen. Insofern ist es wichtig, dass wir dazu auch Lösungen anbieten. Ohne die Kompetenz in den Kernthemen zu verlieren. Ja. Da kann ich von organisatorischer, koordinatorischer Seite nochmal was dazu sagen. Nur weil wir jetzt andere Themen erschließen, heißt es nicht, dass Netzpolitik für uns keinen Stellenwert mehr hat. Ich hatte es ja angesprochen, es gibt die Freiheit statt Angst-Demo am 7.9. Dann gibt es dieses Wochenende den Tag der Privatsphäre. Und darüber hinaus, auch wenn Sie es vielleicht nicht mehr hören können, gibt es überall immer noch Krypto-Partys. Also allein gestern habe ich kurz mal rumgefragt. In Sachsen gibt es 3 Stück an einem Tag und die sind alle ausgebucht. So, dementsprechend, wir arbeiten da immer noch weiter und wir versuchen da halt einfach eine volle Partei zu sein. Herr Schlimmer, Busemann Reuters, ich hätte gerne gewusst, was Sie so zuversichtlich macht, dass Sie doch noch über die 5% kommen. Und sollte das nicht der Fall sein, ziehen Sie dann für sich persönlich Konsequenzen? Wollen Sie weiter Parteichef bleiben oder war das dann das letzte Mal? Diese Spiele, die man aus etablierten Parteien kommt, dass dann ein schuldbewusster Vorsitzender am Tag der Wahl vor die Kamera tritt und sagt, also ich trage die Verantwortung und schwupp bin ich in einer neuen Verwendung, indem ich noch mehr Geld verdiene. Das wollen wir natürlich, das machen wir in der Piratenpartei nicht. Insofern ist diese Frage aus meiner Sicht auch absurd. Ich schließe meine positive Bewertung aus der Beobachtung, dass sehr viele Menschen in diesem Land unsicher sind zurzeit, wen sie wählen wollen. Viele Menschen wollen einen Wertewandel auch in der politischen, parlamentarischen Debattenkultur wiederfinden im Bundestag und es sind über 40%, die sich unsicher sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen sehr genau prüfen werden, wem sie dann die Stimme geben. Ich verkürze das immer in der Art und Weise, dass ich sage, wenn die Piratenpartei in den Bundestag gewählt wird, wird es einen Wechsel der Politik geben. Wenn die FDP hineingewählt wird, wird es bleiben, wie es ist und das will keiner. Insofern fordere ich auch eindeutig die Menschen in diesem Land, die Öffentlichkeit auf, mit der Zweitstimme die Piratenpartei zu wählen. Und dann werden wir ja sehen, was am 22. September geschieht. Falk Steiner, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur. Ganz einfache Frage eigentlich, aber vielleicht in der Beantwortung dann doch ein bisschen komplexer.
Bislang ist das ja mit der Wahlkampfstrategie zumindest nicht bemerkbar aufgegangen im Sinne von Umfragewerten. Ist es klar, dass die Umfrageinstitute inzwischen auch Mobilfunkanschlüsse befragen, auch das mit reinrechnen? Da kann man sich, glaube ich, das nicht mehr schönreden. Aber genau diese ganze Idee mit Wahlkampfthemenbeauftragten und so weiter, diese ganze Geschichte hat ja doch für ordentlich viel Ärger auch gesorgt, auch intern. Wie ist das mit dieser gesamten Wahlkampfstrategie jetzt überhaupt? Kann man jetzt nicht eigentlich schon sagen, es hat nicht so funktioniert, wie es mal geplant war? Nein, auch hier habe ich auch eine andere Bewertung. Wir haben vier übergeordnete Botschaften, die wir auch als Information transportieren wollen. Wir sind eine Partei, die für den Schutz von Bürger- und Grundrechten steht. Wir fordern einen Freiheitspakt statt Sicherheitsgesetzgebung. Wir sind eine Partei, die für politische Teilhabe steht, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Volksbegehren, mehr Entscheidung am politischen Entscheidungsverfahren. Eine Partei, die für gesellschaftliche Teilhabe steht, leichter Zugang zu Wissen, Information und Kultur. Leichter Zugang zu Bildung und Qualifizierung, aber auch neue Formen der sozialen Sicherung und eine Partei, die für Offenheit und Transparenz steht und die für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention eintreten möchte. Insofern habe ich dort auch eine andere Bewertung. Sie werden mir meine positive Stimmung nicht nehmen. Am 22. September werden wir sehen, wer Recht behält. Nach meinen jetzigen Prognosen wird es für die, meine eigenen Prognosen, wird es für die Piratenpartei mit 6% reichen. Die CDU wird noch einbrechen, glauben Sie mir. Weitere Fragen? Da. Kurz noch, Marius Gerzen, Stern.de. Das T-Shirt, das wird verteilt oder wird das, kann man das kaufen? Ist das, wie viele wurden davon gedruckt? Tja, Zahlen, ey. ja, man kann es kaufen. Wir haben den Piratenshop, also P-Shop heißt der bei uns. P-Shop.piratenpartei.de. Da kann man das käuflich erwerben. Und es gab auch ein paar T-Shirts, die jetzt schon gedruckt wurden und an die einzelnen Landesverbände gegeben worden sind. So, keine Ahnung, Stückzahl 10 pro Landesverband. So. Ja. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Rückreise in die Hauptstadt.